Sussul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. So, da stört mich jetzt gerade, dass das Ding hier nicht mehr sprudelt. Ich mach das hier jetzt weg. Ich will jetzt. Ach, das hätte ich auch einfach nur nochmal neu platzieren müssen. Okay. Weil das stört mich nämlich irgendwie, wenn ich hier das nicht so sprudeln sehe. Weil dann fehlt ganz klar was für mich. So. Ich hatte ja gesagt, wir machen heute mal mit der Raumeinteilung weiter und mit den Fenstern und so weiter und so fort. So. Gut. Also, wir schnappen uns jetzt erstmal hier die Wände. Da muss ich hin. So, ich wollte den Eingang hierhin machen. Komm, das machen wir jetzt mal gerade. Suchen wir uns jetzt mal eine schöne Tür aus, die hier gut hinpasst. So, an für sich fände ich ja sehr schön hier sowas in der Richtung. Aber das passt natürlich wieder nicht genau nicht dahin. Von daher würde ich dann eher auf sowas gehen. Was ist das denn hier? Nein, das ist eine moderne Tür, das passt nicht. Falsches Braun. Schon eher. Haben wir hier hohe Wände? Nee, wir haben die ganz niedrigen Wände. Okay. Ja, das hier hätte ich halt gerne gemacht, aber das sieht halt irgendwie doof aus. Das, ne? Das kommt irgendwie blöd. Das hier wäre auch total knuffig. Was für ein Pack ist das denn? Ach, das ist hier... Aber da habe ich halt auch nicht die richtige, den richtigen Farbton. Was sehr schade ist, weil die sich ansonsten sehr, sehr gut gemacht hätte. Ja, die hier leider auch eben nicht in der richtigen Farbe. Wobei das hier schon noch ginge. Also, in welchen Farben haben wir die denn? Die ist auch eher nicht so, ne? Ich glaube, wir nehmen am ehesten die hier. Ist nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Hey, wir haben ja auch eine Hobbit-Tür. Ist nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Hier, da. aber naja, gut. Werden wir schon mit zurechtkommen. Was hätten wir dann bei denen hier noch gehabt? Hätten wir das hier noch gehabt. Aber das finde ich sowieso nicht. Ich finde, bei sowas gehört irgendwie so eine... Mit Glas, finde ich. Musste einfach hin. So, was ich jetzt hier gerne machen würde, ist, dass ich hier so Efeu drumherum ranken lasse. Ich muss mal gerade gucken. Brauche ich die Teile gar nicht für. Das Problem, was ich jetzt habe bei sowas, wir könnten hier natürlich sowas drüber hängen, aber weiß ich jetzt auch nicht, ob das so toll kommt. Vielleicht hier hinten ein bisschen gelblich oder so. Ich mag das ja ganz gerne, wenn das da so ein bisschen zuhängt. Ansonsten machen wir da vielleicht eher so ein Dach drüber. Das hier wäre doch ganz süß eigentlich. Das hier würde ich nehmen. Oder wir nehmen das hier, nur in einer anderen Farbe halt. Zum Beispiel so. Wobei ich das irgendwie gar nicht... Ich finde, da fehlen irgendwie so ein paar Stützen. Weiß es nicht. Vielleicht fehlen die auch nur mir. Vielleicht seht ihr das ganz anders. Das ist so ein Riesending. Das ist auch recht groß. Ich tendiere zu dem hier. Ich glaube, wir nehmen das da. Das hängt aber im Dach drin. Ich weiß nicht, findet ihr das schlimm? Man kann ja sein, dass das da so am Dach befestigt ist, in Anführungsstrichen. Müssen wir mal gucken. Also ich finde es jetzt nicht so tragisch. So. Wir haben jetzt hier den Eingangsbereich. Den würde ich, glaube ich, bis hierhin würde ich den vielleicht ziehen. Weiß ich nicht. Hierhin die Küche. Oder wie machen wir das? Ich überlege gerade ernsthaft, ob wir das nicht zweistöckig machen. Aber dann ist das so riesig, ne?
Na, wenn wir hier den Empfang machen, dann könnten wir im Endeffekt auch schon hier die Toiletten hinbauen. Dass man hier so durchzieht. Hier macht man die Toiletten hin. Hier den Empfang hin. Oder man macht... Reicht das hier als Küche? Die Küche war nie so besonders groß. Also könnte das hier durchaus auch schon als Küche rein. Da kann man ja den Empfang hier reinmachen. Und ebenso genauso auch hier hinten halt dann den Essensbereich. Dann würde ich hier aber auch nochmal so eine Tür reinsetzen, weil hier sollen ja auch Stühle hin. Das würde ich dann nämlich gucken, dass ich das recht ähnlich halte. So, einmal hier hin, einmal hier hin. Aber macht man da dann auch nochmal sowas drüber? Eigentlich ja nicht, ne? Nur bei den Eingang. Wobei ich wirklich überlege, ob das da so klug ist, das so dahin zu... Das ist zu tief. So hängt das doch, oder? Ich weiß es nicht. Ist so die Tür benutzbar? Keine Ahnung. Müsste man auf einen Versuch drauf ankommen lassen, weil ich kann es jetzt so ganz ehrlich nicht sagen. So, ich muss mal gerade schauen, wie groß dieses Kochteil ist. So, hier genau, nur für Restaurants. Wo ist jetzt dieses Kochding, was da durchguckt? Würde rein theoretisch passen. Das könnte man dann hierhin machen, dann könnten sie sogar so ein bisschen zugucken, mehr oder weniger. Na komm, dreh mal andersrum das Ding. Das hier wäre die andere Variante. Das könnte man dann halt hier so hinstellen. Also das ist auf jeden Fall groß genug für eine Küche. Das können wir schon mal festhalten. Ich überlege halt nur gerade... ja Gott, im Endeffekt würde ich das, glaube ich, dann hier so hinstellen, mittig. Und hier machen wir jetzt... Ist natürlich so ein bisschen eng. Haben wir so eine Schwingtür? So eine Kellner-Schwingtür gab es doch mal, wo diese runden Gucklöcher drin sind. Früher gab es das immer in den anderen Sims-Teilen, aber anscheinend haben wir das hier leider nicht. Nee. Sieht nicht so aus. Das hier könnte man auch nehmen, aber die sieht halt so ein bisschen angeranzt aus. So sieht die von innen. Obwohl, es ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das können wir eigentlich auch fast hier vorne in den Badbereich machen. Es ist zwar ein kleines Fensterchen drin, aber ist jetzt halt sehr hoch. So, aber was wir jetzt mal gucken müssen. Wir brauchen Fenster. Ich weiß gerade gar nicht, ob das hier mit dem Efeu überhaupt so eine gute Idee ist, weil wir müssen ja auch irgendwie gucken, dass wir hier Licht reinkriegen ins Dunkel. Solche Fenster finde ich halt sehr, sehr cool. Aber dann haben wir hier... Das macht das Ganze halt... Oh, das ist... Die sind schon cool. Die passen auch extrem gut. Ach, schwierig. Hier würde ich tatsächlich diese Riesenteile reinmachen an der Seite. Dass man richtig schön rausgucken kann. Die würde ich da schon so hinsetzen. Und wo haben wir die anderen? Die hier waren das. Die würde ich dann hier nochmal so hinsetzen. Aber die sind zu hoch. Die würde ich dann eher so. Ja, ja, wenn wir das Problem, das Größenproblem. Oh, das ist mal, wenn das nicht immer so schwierig wäre. So schwierig. Warum ist das so schwierig, so schwierig, so schwierig? Das ist ja wieder eine ganz andere Farbe, ne? Das ist das Hauptproblem hier an der Stelle gerade. Ich könnte ja auch ein anderes Fenster nehmen.
Aber da haben wir dann halt wieder das Problem mit. Wollen wir vielleicht lieber die hier hinsetzen, anstatt die kleinen? Finde ich irgendwie sogar besser. Was macht meine Stimme hier gerade für Probleme? Zitze, zitze, zitze. Sind von innen natürlich weiß, aber gut. Ich weiß. Wie machen wir das denn jetzt? Mach mal vielleicht die hier nach außen. Die können wir dann auch schon hier in die Toilette wieder reinklatschen. Hoppala. Weil die sind jetzt recht. Klar, ja, gut. Man kann könnte von draußen reingucken, aber. Wir haben jetzt einfach mal das Vertrauen in die Leute, dass das niemand macht. So, jetzt haben wir so unsere grobe Raumeinteilung. Gut. Gut, gut. Hier hinten, hier möchte ich aber definitiv eine Pflanze hinstellen. Warte mal. Dann nehmen wir hier so ein Teil. Haben wir vielleicht auch was. Nee, geht nur mit Holz. Und dann will ich schon auch ein bisschen was Größeres drin haben. Stellen da so einen hin. Sieht gar nicht mal schlecht aus, Leute, oder? Dann müssen wir halt nur gucken, da darf uns dann keiner reinmachen. Aber es ist schön, das gefällt mir. Ich mag das, das ist hübsch. Das ist cool, das gefällt mir. Ja, ich würde sagen, Leute, das ist doch mal eine Basis, auf der man weiterarbeiten kann. Ich will hier oben noch ein Fenster reinmachen in den Giebel. Da wird wahrscheinlich das Runde wieder nicht reinpassen. Ist ja sowieso nicht, das ist nicht das Richtige. Das Runde wird hier sogar reinpassen. Zum ersten Mal in meinem Leben würde das runde Fenster da reinpassen. Oh, das ist sogar ganz süß. Da passt das natürlich wieder nicht rein. Gut, dann hauen wir da die anderen halt rein. Ich finde schon, dass das wichtig ist, dass hier oben noch so ein Fenster drin ist. Habe ich das jetzt ganz oben drunter gehängt? Nee, ne? Finde ich nämlich schöner, wenn das ganz oben drunter ist. So. Gut. Damit sind wir doch wieder ein ganzes Stückchen weiter. Ich muss sagen, der Terrassenbereich hier, der gefällt mir schon mal sehr, sehr, sehr gut. Und dann können wir mit dem nächsten Mal, können wir mit der Inneneinrichtung weitermachen. Böden, Wände, Möbel und so weiter und so fort. Was eben ein richtiges Restaurant so alles braucht. Ich verabschiede mich damit für heute. Ich hoffe, es gefällt euch, was wir bislang fabriziert haben hier. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss!